Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dos der Auspacker, aka Dos packt was aus. Neues Material in the place to be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte Geburtstag, ja, ich habe Geburtstag gehabt. Und es gibt noch ein Paket, das ist jetzt noch nachzüglich angekommen, von meiner Frau für mich, ein Geschenk. Und ich gehe einfach mal von der Form, wenn ich so fühle, davon aus, dass es sich eventuell um eine Blu-ray handeln könnte. Keine DVD, eine Blu-ray. Eventuell, könnte sein. Es kann natürlich auch etwas anderes in diesem Format sein. Ne? Wer weiß es schon. Deshalb packe ich mal direkt aus. Wer ist denn hier wo? Wer ist denn hier was? Wer ist denn hier wo? Wer ist denn hier was? So, die Spannung steigt, weil ich weiß echt nicht, was drin ist. Ich zeig's euch zuerst. Oder ich sehe schon aus dem Augenwinkel, da liegt irgendwas Weißes drauf. Wahrscheinlich Lieferschein oder Rechnung. Geil! Es ist Ash vs. Evil Dead, die dritte Staffel, Alter. Natürlich nicht auf Deutsch, weil es gibt sie offiziell immer noch nicht auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Es ist irgendeine Rechtsfrage. Ganz, ganz mies. Und ich habe bis jetzt gewartet und ich habe mir den auch gewünscht, irgendwann mal schon. Jetzt gibt es halt als dritte Staffel, um die Sammlung zu komplettieren, die dritte Staffel auf Englisch. Ist aber auch bei Ash vs. Evil Dead jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich denke mal, da sollte man doch den Hauptrahmen der Handlung begreifen können. In the place to be. Vor 30 Jahren fand ich das Buch der Toten. Und jetzt, weil ich daraus vorgelesen habe, Miss Sartre, ist das Böse wieder hinter mir her. Warte in der Hölle! Sie ist hier. Dad? Was hast du gesehen? Meine Mutter. Aber sie ist tot. Du kannst vor dem Bösen nicht davonlaufen. Und ob ich das kann? Ash! Hilf mir! Das, was wir denken zu sehen. Auch wirklich das, was wir sehen. Ich verstehe, dass du dein Dad retten willst. Was immer es ist, ich hasse es. Kelly, wenn du das Böse wirklich hast, solltest du mit uns kommen. Ich muss das Buch übersetzen lassen, um den Spruch zu finden, der den Scheißzirkus hier beendet. Hey, ja, hi, ich habe sie vor ein paar Jahren aufgesucht und wir sprachen über ein spezielles Buch. Darf ich mal sehen? Du bist für all das verantwortlich. Dieses Buch ist ein Portal zur Hölle. Würden Sie einen Spruch, der alles rückgängig macht, daraus übersetzen? Sie bedrohen einen Kopf! Inas! Scheiße! Keiner bewegt sich! Wir sind gerade beschäftigt. Mein Onkel ist ein Schamane. Wir nennen ihn El Brujo. Er sagte, dass nur ein Mann sich dem Teufel stellen könnte. Zurück mit dir in die Hölle! Komm schon. Lasse, wo ist die Polizistin? Hallo? Sind Sie eigentlich? Ich bin Ihre neue beste Freundin. Er steckt hinter all dem hier. Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Gut, jetzt schnappen wir uns diesen Wichser. Heilige Scheiße! Seine echte Hand. Ich hoffe, dein Brucho-Onkel kann uns behilflich sein. Ich will sehen, was in dir steckt. Du verpasst mir also einen Acid-Trip? Oh nein, du! Alles okay da drin? Von uns beiden stirbt jetzt wohl. Pablo, ich hoffe, dein sonderbarer Brujo-Onkel kann uns helfen. Buena, buena medicina. Oh Mann, hier wirst du finden, was du suchst. Was zum Teufel macht das Teil hier? Du musst es so tief wie möglich begraben. Unter dem Ort, an dem deine Reise begann. Vor 30 Jahren verbrachten meine Freunde und ich die Nacht in einer Hütte. Wir fanden ein Buch. Es erweckte etwas im Wald, etwas Böses. Seine echte Hand. Hallo?
Das wird ein echt feines Teil. Krass. Siehst du rein. Weiche, Dämon! Weiche! Ich glaube, der Brucho versucht mir ein Zeichen zu senden von wo auch immer er ist. Ein Mörder läuft frei herum und ich sitze hier und warte, dass diese verfaulende Hand mich zu ihm führt. Ruby! Bei der Zerstörung dieses Bösen führen alle Wege wieder dorthin, wo alles begann, zur Hütte. Dann lass uns hinfahren und da aufräumen. Ich habe euer Leben schon viel zu sehr in Gefahr gebracht. Ash? Lam. Ich krieg mein Leben wieder auf die Reihe. Ich habe mich sogar in der Bürgerwehr angeschlossen. Wo ist euer Camp? Ich hab ihn. Sie tun so lange gar nichts, kapiert? State Police! Komm mit uns. Wohin denn? In den Kampf. Zeit zum Tanzen. Ist das Lavendel? Kleines Tänzchen? Es darf auch gerne mehr sein. Oh, so kleine Fesselspiele gefallen mir. Du wüsstest nicht mal, was du mit mir machen solltest. Ash! Wir haben eine Überraschung für dich. Seine echte Hand. Was zur Hölle macht das Teil hier? Du musst es tief vergraben unter dem Ort, an dem deine Reise begann. Lass uns hinfahren und da aufräumen. Nein, würdet ihr dorthin gehen? Wärt ihr schon bald besessen und ich müsste euch die Köpfe abschneiden und das wäre echt übel. Wo ist diese große, böse Hütte, Ash? Ash? Wo ist er hin? Es muss einen Zauberspruch geben, mit dem ich alles rückgängig machen kann. Du musst es tief vergraben unter dem Ort, wo deine Reise begann. Atme einfach weiter, okay? Ich wünsche mir schon lange, dir etwas näher zu kommen. Oh, hey! Hallo! Seid ihr zwei zusammen, oder? Nein. Er hat aber eine Freundin. Amanda, was ist passiert? Aus deiner Hand wuchs ein anderes Du. Suchst du nach mir? Zeit zu sterben! Fuck! Was bedeutet das? Selig ist, wer Schmerzen zufügt. Lies mal das Gedicht hier, das haut dich richtig um. Was zum Teufel macht das Teil hier? Du musst es tief vergraben, tief unter dem Ort, wo deine Reise begann. Lass uns hinfahren und da aufräumen. Hallo, Pussies! Hat nicht ganz hingehauen. Du musst den kandarianischen Dolch benutzen, um dem Buch das Gesicht abzuziehen. Bitte! Humarisma. Pablo! Du weißt ja nicht, was du da tust! Natürlich weiß ich, was ich tue. Ich habe dieses Buch geschrieben. Sterblichen Spielzeuge bedeuten mir nichts. Nimm den Deal an, geh zurück nach Jacksonville. Ich biete dir den Reset-Knopf an, den du wolltest. Normales Leben in Jacksonville. Wir drei hier. Das kann ich tun. Waffenstillstand. Yeah! Jacksonville, wir kommen. Sumanura. Ash! Ruby ist in Elk Grove, Michigan, meine Heimatstadt. Ashley? Pablo, Kelly, das ist mein Vater. Du hast gesagt, dein Vater wäre tot. Wir waren quasi füreinander gestorben. Seitdem Ruby mir dieses Buch aufs Gesicht gelegt hat, habe ich Albträume. Aber während ich wach bin... Wo hast du das Buch der Toten? Das werde ich dir nicht sagen. Gute Nacht. Meine Kinder haben sich gegen mich gewandt. Hilf mir, das Buch zu holen und sie zurück in die Hölle zu schicken. Los, gehen wir die Welt retten. Ashley?
Hör zu, Paps, ich weiß, ich soll verschwinden. Du weißt ja, wo die Tür ist. Ihr habt gesehen, wie mächtig meine Kinder geworden sind. Wir müssen das Buch zurückholen, bevor es ihnen in die Hände fällt. Wo ist das Buch? Das beste Versteck, das dir eingefallen ist, war eine beschissene Leiche, oder was? Hier ist nur Platz für ein Arschloch. Und das bin ich. Wir müssen verschwinden. Stopp! Verpisst euch! Straßen sind für Autos da! Spacko! Hör das auf! Aber wo ist das Buch? Wo ist es? Es liegt im Delta, sicher und trocken. Jefe, der Delta! Hey! Oh Gott, ich bin im Arsch! Aber wo ist das Buch? Wo ist es? Es liegt im Delta, sicher und trocken. Hey! Nicht zu fassen, dass ihr Ashy Slashy das Teil abgenommen habt. Seid ihr irre? Kacke, was war denn das? Wie lautet dein genialer Plan, das Buch zurückzubekommen? Wir schmeißen eine mega geile Party. Und die Kids, die dein Auto haben, tauchen auf. Es kann sein, dass wir das Buch nicht finden, aber wir können uns diejenigen vornehmen, die danach suchen. Dann los, töten wir deine Kinder. Was zum verdammten Kuckuck will der denn hier? Was? Hilfe! Ob du es glaubst oder nicht, Dad, aber das ist mein Beruf. Es ist gleich, wir uns alle umbringen! Hey, nur die Ruhe, alles in bester Ordnung. Mein Sohn ist ein Held, hört ihr, ein Held? Meinst du das wirklich? Ich hab mich geirrt. Echt? Linda Bates, wow. Diese Party ist der absolute Hammer. Ich warne dich. Es ist Fleisch, will uns alle umbringen. In dieser Stadt geht irgendeine kranke Scheiße vor sich. Wir müssen los. Wenn wir meine Brut nicht erreichen, bevor sie Baal heraufbeschwören, werde ich nicht kämpfen können. Ash, der Delta ist besessen. Wir sind tot, dieses Auto wird uns umbringen. Pablo, unsere Schicksale sind verflucht. Ich hatte eine Vision. So werden wir das Buch endlich los. Das Necronomicon, es ist weg. Komm, Ash, gehen wir nach Hause. Ash Williams, Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Amber Corey. Hier drin ist ein Dämon, mitten unter uns. Er könnte in jedem von euch sein. Ich habe ein Problem. Was ist, wenn ich Baal bin? Nein! Oh, Thomas, Schatz, warte, warte, du kannst nicht klar denken. Wir sollen anfangen, uns gegenseitig zu bekämpfen. Er sieht zu, wie wir einander verschlingen. Thomas, das sieht er nicht. Hältst du denn niemals deine Scheißfresse? Es ist vorbei! Hey, Süße, komm zu Daddy. Ich schick dich dahin, wo du hingehörst, in die Hölle. Und wie willst du das anstellen? Das Necronomicon ist weg und ich bin hier oben. Ist das sumerisch? Ich hab's doch gesagt, ich bin Baal! Nein, Pablo, du bist nicht Baal. Du bist unsere einzige Hoffnung, ihn aufzuhalten. Baal setzt nicht rohe Gewalt ein. Er verursacht Paranoia. Er dringt in die Köpfe der Leute ein, lässt sie aufeinander losgehen. Das Necronomicon ist der einzige Weg, wie wir Baal wieder in die Unterwelt verbannen können. Das Buch hat etwas mit mir gemacht, mich verändert. Du wirst eins mit dem Buch. Na, Tom, na. Nur noch wir beide jetzt, Chad. Cheryl, das fühlt sich nur halb so gut an wie früher. Mein Chad! Und so, Elk Grove, erledige ich meine Geschäfte. Ash, hinter dir! Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir zusammenarbeiten? Der Albtraum mal wieder? Wer sind Sie? Ich bin Dr. Peacock, Ihr Psychiater, wissen Sie noch? Ich habe keinen Seelenklempner. Ich bin Ihr Arzt seit Ihrem psychotischen Anfall. Meinem was? Das ist Ashy Slashy. Los, befreien wir uns von dem Necronomicon, Ash. Ich mach das nicht. Du bist ein Mörder. Nein! Es wird Zeit, dass wir eine neue Taktik versuchen. Befreien Sie sich von dem Buch und der Albtraum ist Geschichte. Töten Sie das Buch, Ash. Ich denke, ich verliere meinen Verstand. Du gehörst jetzt mir. Du weißt, was du zu tun hast, huh? Ich muss es zerstören, das Buch. Ich habe einen Plan für Baal. Ich werde ihn finden, nehme eine Kettensäge und jag sie ihm in den Arsch. Das Buch, es hat etwas mit mir gemacht. Es fühlt sich an, als wäre etwas in mir, das versucht rauszukommen. Pablo, du bist unsere einzige Hoffnung, Baal aufzuhalten. Hör auf mit den Faxen, finde den Zauber und wir können dieses Arschloch nach Hause schicken. Miligra, du Stascha, I Pascha. Da! Dem Scheißkerl hast du es gezeigt. Du hast es geschafft, Pablo. Ash, halt die beschissene Karre an!
Willkommen in den 80ern. Wir sind in den 80ern? Wenn mein junges Ich nie aus dem Buch vorliest, wird das Böse nicht mein Leben heimsuchen und Pablo ist wieder am Leben. Ich habe noch nicht aus dem Buch vorgelesen, das ist unmöglich. Lauft! Wer ist da? Henrietta? Oh, mein Mann. Er hat etwas gefunden, ein Buch der Toten. Warum bin ich hier? Ich las aus dem Buch vor und beschwor den kandarianischen Dämon. Halt den Professor auf! Ich werde euch richtig wehtun! Das ist unser Stichwort! Böses, wenn du hier deine scheiß Visage zeigst, ich schwöre dir, dann werde ich dir den Arsch aufreißen, dann komm ich und mach dich alle! Das nehme ich. Nein, nein, warten Sie, es ist zu wichtig. Ich bin deine Ehefrau, Arschloch. Eines deiner gottverdammten Monster hat gerade unsere Tochter angegriffen. Hey, hey! Ich bin dein Paps. Was? Sieh an, wer wieder da ist. Das ist Thornton. Er gehört zu den sumerischen Rittern. Ich warte mein ganzes Leben darauf, gegen das Böse zu kämpfen. Wir vernichten deine Saat und deine Hurentöchter allein. Das Böse ist wieder da und El Grove ist Ground Zero. Geister, wir machen euch platt! Scheiß die Wand an, so ist es. Candy! Und dann stellt sich raus, dass Ashy Slashy mein leiblicher Vater ist. Ich schlafe im alten Zimmer seiner Schwester. Hey, Kleines, aufgewacht, die Sonne lacht. Eine Lehrerin der Kenwood High hat der Sohn SMS-Dings geschickt. Ich kümmere mich um dich. Eins ist klar, das Böse hat's auf meinen Nachwuchs abgesehen. Du Wichser! Geboren oder ungeboren, ab sofort spiele ich für Brandy den Secret Service. Du schwebst in großer Gefahr. Wer hat dich geschickt? Dein Onkel, der Blucho. Da stand gerade eine nackte Frau direkt vor mir. Das da sind sumerische Zeichen auf deiner Haut. Aber wenn ich recht habe, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Er tötet uns oder wir legen ihn um. Unsere liebste Dämonenschlampe Ruby ist wieder da und sie manipuliert meine Brandy. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir müssen sie töten, sofort. Dann brauchst du den kandarischen Dolch. Jungs, ich hab ihn gefunden. Ich glaube, wir sollten abschwimmen. Nein. Es war Pablo. Pablo hat dir das angetan? Was machst du in meinem Haus, Gruselmann? Ich genieße die Gesellschaft der Enkeltochter, von der ich nie wusste, dass ich sie habe. Ich wünschte, du wärst derjenige, der tot ist. Ich hab ihn gar nicht getötet, weil er schon tot war. Pablo? Ich wusste gar nicht, dass du richtig Biss hast. Das da draußen ist Pablo und wir werden ihm nicht wehtun. Kapiert? Wir werden ihm helfen. Nein! Gib mir einen Kuss! Zuerst werde ich dir als Miss Prevett getarnte Ruby endgültig über den Jordan schicken. Ruby! Ruby! Oh. Fehlfunktion, ich kann sie nicht öffnen! Oh. Nicht, amerikanische Frau, bleib ruhig! Ich habe Erfahrung im Umgang mit Kindern. Du das? Ein Portal in die Welt der Toten hat sich aufgebaut. Befreie mich und ich kämpfe an deiner Seite. Sobald ich einen Wirt habe, befreie ich dich. Pablo hat solche Schriftzeichen auf dem Körper. Er kann sie vielleicht entziffern. Bin ich wieder tot? Du bist dem Bösen gegenüber angreifbar. Zeit, dich deinem Schicksal zu stellen. Yo soy el brujo especial! Der süße Kleine ist ein Dämon. Was hat diese niederträchtige Ruby nun wieder vor? Sie haben einiges zu erklären, Mr. Williams. Dad, steig ein! Hey, das ist das erste Mal, dass du mich Dad genannt hast. Wenn du meinen Pablo anpisst, dann pisst du mich an. Und ich hab's so satt, angepisst zu werden, Ruby. Das sind die fehlenden Seiten des Necronomicon. Vielleicht hat er einen Weg gefunden, um die Kluft zu öffnen. Das ist ein mystischer Übergang zwischen dem Reich der Menschen und dem Reich der Toten. Sie sind alle tot. Willkommen in meiner Welt, Lady. Dieses Kind in deinem Auto. Du denkst wirklich, dass das was mit Miss Prevett zu tun hatte? Ich kann nicht genügend Schlechtes über sie sagen. Wenn der Idiot Ash Williams erst tot ist, wirst du wie ich in die Unsterblichkeit eingehen. Kaya. Ruby.
Die Dunkelwanderer wissen von der Kluft. Wir müssen sie finden, bevor sie entkommen. Hilf mir, den Verstand von Ashs Tochter zu vergiften. Dann müssen wir sie nicht schließen. Gary wollte, dass wir seine Übersetzung der verlorenen Seiten unbedingt finden. Vielleicht hat er einen Weg gefunden, die Kluft zu öffnen. Die Kluft? Wir glauben, es ist ein geheimer Übergang vom Reich der Menschen ins Reich der Toten. Pablo! Kelly? Ruby hat mich mit dem Dolch getötet. Bin mir ziemlich sicher, ich bin tot. Nun, in Rom nannten sie mich Mulia Demonium de Igne. Dämonenfrau des Feuers. Kaya, ich habe einen Wirt für dich. Heute Abend gibt es diese Schultanzveranstaltung und... Zum Tanzen, wenn das Böse uns umkreist, wie die Haie einen Thunfisch treffen? Da ist ein Killer in der Schule! Oh mein Gott! Randy? Was ist das hier für ein Ort? Das Böse hat im Laufe der Jahre viele Gesichter gezeigt. Aber wir führen alles zurück auf die Meisterdämonen, die wir Dunkelwanderer nennen. Die skrupelloseste von ihnen hinterging die anderen und verbannte sie aus unserer Welt. Die Kluft. Wir glauben, es ist ein geheimer Übergang vom Reich der Menschen ins Reich der Toten. Wenn du mit Kellys Seele geredet hast, muss Brandys auch dort sein. Also müssen wir nur da rein, uns die beiden greifen und ab durch die Mitte. Bin ich jetzt in dieser Totenwelt? Niemand legt sich mit meiner kleinen Familie an. Dazu gehörst auch du, kleine Kelly. Irgendwas hält mich davon ab, überzutreten. Was, wenn? Kelly? Sie ist immer noch drüben. Die Geisterverdrescher lassen keinen Mann zurück. Die Dunkelwanderer wissen von der Kluft. Ihre Rache wird furchtbar aussehen, weil wir sie verraten haben, Ruby. Du kannst uns helfen, unser Schicksal umzuschreiben. Die Dunkelwanderer. Sie sind hier. Ruby hat mich umgebracht. Sie hat mich mit dem Dolch getötet. Da ist jemand anderes in ihrem Körper. Darum konnte Kelly nicht durch die Kluft. Ihre Seele hatte keinen Körper, an den sie zurück konnte. Ist ein bisschen komisch, dass Kelly das mit mir macht. Pablo, ich fahr rüber zum Baumarkt, also mach die Kluft bereit. Ich hab Kelly, ich hab das Necronomicon. Ruby ist tot. Wir unterbrechen unser Programm für eine Bekanntmachung. Oh! Aufgrund der gewalttätigen Krawalle hat der Gouverneur von Michigan das Kriegsrecht verhängt. Die Dunkelwanderer! Sie haben das Necronomicon! Fuck! Oh nein! Alles zerstört! Nicht alles! Okay. Was läuft hier? Wo ist meine Tochter? Ich informiere euch auf der Fahrt. Die Dunkelwanderer gewinnen an Stärke. So, schauen wir mal hinein. Meine Güte. Jetzt fasse ich hier so Fizzel ab. Tadadä. Oh, hier gibt es noch eine digitale Kopie mit einem Code, den ich natürlich nicht zeigen werde. Ihr glaubt, ich bin doof, was? Bin ich aber nicht. So, auf zwei Discs, ganz einfach hier mit weißem Hintergrund. Ash vs. Evil Dead aus dem Jahre... Ja, es fing an 2015 mit der ersten Staffel und dann kam im Jahre 2016 die zweite Staffel. Die dritte Staffel wurde dann angekündigt für das Jahr 2018. Und ist dann nach der dritten Staffel leider eingestellt worden, weil ich bin ganz froh über diese Serie. Und nicht, dass es nochmal ein Tanz der Teufel 4 gegeben hat mit Bruce Campbell, sondern das war die einfach die kongeniale Fortsetzung, finde ich. Sehr lustig das Ganze, natürlich auch anständig splitterhaltig und sehr, sehr cool.
Also, wie gesagt, eine deutsche Veröffentlichung auf Blu-ray gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt diverse Fakes natürlich, irgendwie, die verkauft werden. Aber eine legale Veröffentlichung gab es bisher halt noch nicht. Ash vs. Evil Dead. Also ich kann es nur empfehlen. Schaut rein, wenn ihr es noch nicht kennt. Gibt es auch bei Amazon Prime Uncut. Viel Spaß und gute Unterhaltung, sage ich mal. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt sauber. Bis zur nächsten Folge Dose der Auspacker, a.k.a. Dose packt was aus. Neues Material in the place to be, wenn es wieder etwas auszupacken gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haut rein.